Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut, das hat gerade eben begonnen, wie so oft. Aber auf jeden Fall versuche ich heute mal, diesen Sitz für den Kleinen aufs Fahrrad zu bauen. Und zwar ist der von Feuer, ist etwas günstiger als das andere Modell, mit dem wir sonst jetzt immer gefahren sind. Und sieht aber auch sehr cool aus. Ich bin absolut gespannt, ob das für ihn passen wird und wie sich das jetzt installieren lässt. Dazu nehme ich euch jetzt gleich mal mit. Und dann seht ihr quasi mehr oder weniger live, wie ich zurechtkomme und später auch, was der Kleine davon hält. Das Fahrrad habe ich schon mal aufgestellt, aber jetzt kommt es ja auch noch drauf an, was hier so drin ist. Lasst uns da am besten mal reinschauen. Ich habe es noch nicht aufgehabt. Ups, da ist noch zugeklebt. Übrigens ist der von FIFA und nicht von Foya. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und die Anleitung auf Spanisch, Französisch, Deutsch und Englisch. Deutsch ist schon mal gut. Also das sieht schon mal ziemlich überschaubar aus, was ich super finde, weil man dann einfach weniger Aufwand hat beim Installieren tatsächlich. Und wir haben es mal so aufgelegt, wie es eben hier auch in der Anleitung drin steht. Also ich habe es wirklich vorab nicht ausprobiert und auch nicht ausgepackt gehabt, deswegen muss ich dann immer wieder so lange nachlesen. Trotzdem war ich in 20 Minuten bis allerhöchstens einer halben Stunde mit allem fertig und wir konnten loslegen und auf Tour gehen. Und das ist schon spitze, finde ich. Das ging zwar bis jetzt alles ultra schnell und einfach und es wird einfach nur so durchgezogen und wirkt auch sehr stabil, aber für dieses Fahrrad hier müsste man es hier noch ein bisschen weiter ausschneiden, fürchte ich. Weil sonst steht es einfach mehr ab als nötig. Jetzt ist das hier halt sehr dick. Aber machen wir mal weiter. Und dazu kann ich im Nachhinein sagen, dass es trotzdem super funktioniert hat und auch wenn es vielleicht nicht optimal aussieht, wirklich perfekt gehalten hat. Mit dem schwarzen Band müssen wir jetzt darauf achten, dass der hier gerade ist. So ist es dann tatsächlich fertig drauf gebaut. Hier eben das blaue Band zur Fixierung vorne. Dann hier hinten das schwarze Band, mit dem man auch die Sitzhöhe einstellen konnte. Und unten drunter noch das gelbe Band, das man ums Unterrohr gewickelt hat. Hier sind dann jeweils die Schlaufen für die Befestigung einmal von den Füßen und hier eben um den Bauch oder um die Beine vom Kind rum. Das werden wir nachher aber gleich noch in echt testen und den kleinen Spatz natürlich auch mal draufsetzen und mit ihm fahren und schauen, was er zu dem Ganzen sagt. Und so sieht das Ganze jetzt aus, wenn der kleine Spatz tatsächlich drin sitzt. Da kann man eben hier die Füße festmachen, dass die nicht rausrutschen und hier mit dem Gurt, dass er nicht einfach so runterhüpfen kann. Er kennt es ja mit mehr Freiheit, deswegen schaut er gerade schon so ein bisschen eingesperrt aus. Aber ich glaube, das wird richtig gut. Sollen wir auf Probefahrt gehen? Willst du losfahren? Ja, er fand das Angeschnalltsein eben so ein bisschen blöd, weil er das eigentlich nicht kennt. Bei unserem anderen Modell ist er ja nicht angeschnallt. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Modell dann eben auch für noch etwas kleinere Kinder super geeignet ist, weil die eben nicht einfach mal abhüpfen können, wenn sie dieses Verständnis noch nicht ganz so haben. Unsere ist es jetzt wirklich gewohnt, auf dem Radl zu sitzen und von dem her habe ich schon überlegt, ob ich den Gurt überhaupt brauche, aber jetzt zum Testen wollte ich es auf jeden Fall mal so dran lassen und ich kann wirklich nur sagen, der hat richtig viel Spaß gehabt, es hat auch super gehalten. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das alles hält, aber in Summe gibt es mit diesen Bändern einfach unglaublich viel Freiheit, das auf wirklich, glaube ich, jedem Rad festzumachen, weil dieses hier hat einen sehr dicken Rahmen und jetzt im Moment haben wir es gerade noch auf so ein Stadtrad mit ganz dünnem Stahlrahmen drauf gemacht, was auch super funktioniert und das hat dementsprechend einen unglaublich großen Range, wo es angewendet werden kann. Ja, das Stachel, ich weiß. Wir machen beim nächsten Mal wieder Handschuhe. Wichtig ist natürlich, dass man sich als Fahrer wirklich sicher ist. Umfallen sollte man unbedingt vermeiden, weil das Kind natürlich schon sehr hoch sitzt, was aber auch für jeden anderen Kindersitz auf dem Fahrrad gilt. Und wenn man da eine gewisse Sicherheit hat, kann ich nur sagen, mein Kleiner liebt es am allermeisten, je mehr es schüttelt, also vom Bordstein runterhüpfen oder eben auch wirklich relativ einfache, aber
Trails, wo es eben gescheit schüttelt, die liebt er. Und es kann gar nicht genug Hopperlas geben, wie er das selber nennt. Je langweiliger, desto langweiliger ist ihm und je mehr man macht, je mehr Verrücktes, je mehr Schüttelndes, desto besser findet er es. Ich bin festgehalten jetzt. Er ist so schlau. Anstatt außen, weißt du? Ja. Damit er die Nadel nicht drauf kriegt. Mein Kleiner liebt es wirklich sehr, auf diese Art und Weise beim Radfahren dabei zu sein. Das mag er sogar lieber, als selbst zu fahren. Sonst sind die ja in so einem Alter, wo am liebsten alles alleine gemacht werden will. Also wer selber Elternteil ist, der weiß wahrscheinlich, was ich meine. Bei nichts helfen lassen, auch wenn es noch so schwer klappt. Aber da beim Fahrradfahren vorne mitsitzen, wie wenn er ein Erwachsener wäre, das taugt ihm wirklich total. Und da kann er eben auch einfach ein bisschen mehr Action haben, als wenn er selber fährt im Moment, weil er natürlich da die Sicherheit erst finden muss. Ja, Schatz, wenn es mal wärmer ist, fahren wir durchs Wasser. Aber heute nicht. Und er hätte auch schon viele gute Ideen, wie gleich durch alle Pfützen durchzufetzen oder jede Chance zu nehmen. Naja, er weiß zum Glück noch nicht, dass man sich auch ordentlich wehtun kann, und auch wenn ich ihm das immer wieder versuche zu erklären, weil das darf man natürlich auch nicht ganz außer Acht lassen, so soll er doch jetzt einfach Spaß haben und Kind sein dürfen. Was ich aber auch noch gerne sagen möchte, gerade im Winter, passt auf, dass ihr den Kleinen genug anzieht, weil man darf nicht vergessen, selber bewegt man sich natürlich und dann wird einem gleich mal warm. Die Kleinen sitzen aber ja doch nur und bewegen sich deutlich weniger und dementsprechend brauchen die da eventuell ein, zwei Schichten mehr, als man selbst als Erwachsener, der in die Pedale tritt. Ah, da willst du springen? Da willst du nächstes Mal springen? Ja. Wow. Das war's auch schon wieder mit dem ersten Test von diesem Sitz. Und wir werden den auf jeden Fall weiter in Betrieb halten und uns auch nochmal melden, wie das dann im Langzeitverlauf so gewesen ist. Der erste Eindruck war auf jeden Fall spitze und das Umbauen geht super schnell und einfach, genauso wie auch das Zusammenbauen. Wenn ihr nähere Infos haben wollt, dann packe ich euch jetzt einfach mal den Link vom Hersteller rein, dann könnt ihr euch das noch ein bisschen genauer anschauen. Ansonsten lasst uns wie immer super gerne einen Kommentar da. Und wenn es irgendwelche Videowünsche oder Fragen geben sollte, dann auch super gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!